Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen in dieser wunderschönen Welt. Ich sage jetzt absichtlich nicht zu einer neuen Session, weil das hier keine Session wird. Keine Sorge, also das Ganze wird nicht eingestampft oder so. Das klang jetzt gerade so. Nein, geht einfach darum. Ich mache das jetzt gerade, weil ich komme vom Zahnarzt, bin gerade so richtig schön mit Schmerzmitteln vollgepumpt, weil ein Weisheitszahn muss bei mir entfernt werden. Und es ist einfach mega unangenehm, zurzeit zu sprechen. Aber ich kann einfach auch zurzeit jetzt mich nicht krank schreiben lassen oder so, weil wir einfach so super unterbesetzt sind auf der Arbeit. Und da muss ich halt schon die ganze Zeit reden. Und bis der Zahn raus ist und das Ganze abgeheilt ist soweit und die Fäden gezogen sind, das dauert halt jetzt alles ein bisschen, werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal keine neuen Minecraft-Folgen aufnehmen. Also ich schätze mal, weil ich habe Ende dieser Woche zum Glück den Termin. Heute haben wir Montag. Ich hätte heute eigentlich aufnehmen müssen. Gut, müssen immer in Anführungsstrichen, ihr wisst, wie ich das meine. Was wollte ich sagen, noch nicht lügen? Achso, aber ja, ich wollte euch jetzt nur auch ein bisschen auf dem Stand halten, warum jetzt nichts kommt und so, weil es jetzt eben auch nicht nur um ein paar Tage geht oder so, sondern ich denke mal, ich habe am Freitag den Termin. Dann wird das alles gemacht und generell ist ja, glaube ich, nach 5 bis 7 Tagen den Fädenziehen angesagt. Also ich denke mal, diese und nächste Woche wird auf jeden Fall schon mal nichts kommen. Ich habe zum Glück die Knochenwaldfolgen soweit schon eingesprochen tatsächlich. Bearbeiten kann ich auch ohne meine Gosche. Das heißt, samstags die Knochenwaldfolgen wird es geben. Aber ansonsten werde ich halt jetzt, ich sag mal, mindestens 2 Wochen nicht aufnehmen. Und dann einfach mal schauen, wie es aussieht. Vielleicht, na, wie gesagt, mit Arbeit und so, das wird dadurch, denke ich mal, ein bisschen verzögert werden mit der Heilung und allem, weil es halt auch immer mehr gereizt wird. Aber 2 Wochen auf jeden Fall ohne Aufnahme, da ist ein Loch. Ach stimmt, ja, da ist ja ein Loch. Und ich denke mal, dass eventuell noch eine dritte Woche dran gehängt wird, je nachdem, was eben die Schmerzen sagen. Und dann geht es aber auf jeden Fall weiter. Also das auf jeden Fall, das steht für mich auch eigentlich außer Frage nach 3 Wochen spätestens, weil dann ist alles wieder gut. Ist ja nicht der erste Weisheitszahn, der mir gezogen wird. Nur es ist halt auch so eine Sache, meine sind nicht rausgekommen. Das heißt, die müssen erst ausgegraben werden. Dann haben die so richtig ätzende Wurzeln, alle 4 bei mir. Dass die gevierteilt werden müssen und es ist, ja, Xyras Life halt, ne? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ist auf jeden Fall die Sache, dass das bei mir dann auch mal ein bisschen langwieriger und schmerzhafter dadurch ist und oh, ich habe keinen Bock, ich mag nicht. Aber okay, ihr wisst Bescheid, ich habe euch nicht vergessen oder einfach keinen Bock, daran liegt es nicht. Aber ich möchte dem Ganzen einfach natürlich dann auch ein bisschen Zeit geben, sich dann zu erholen und anständig abzuheilen, weil man möchte dann natürlich dann auch nachher nicht irgendwie ewig dranhängen und natürlich dann auch nicht irgendwie Spätfolgen haben. Ich weiß nicht, was dafür welche kommen können, aber es gibt immer Möglichkeiten, das habe ich auch schon festgestellt. Von daher, der ist ein bisschen zu spät für Halloween, Kürbiskopf. Ja, von daher verabschiede ich mich jetzt aber erstmal. Die Mühle machen wir weiter. Ich denke mal, dann werden wir beim nächsten Mal das Feld umziehen lassen. Vielleicht mit dem Hühnerhaus anfangen und den Schafstall. Wo sind die Schafe? Die sind bestimmt noch nicht mitgeladen. Die müssen ja da sein. Ich will nur jetzt auch nicht gerade erst das Haus verlassen. Sie müssen ja da sein. So, wo sollen sie sonst sein? Es beunruhigt mich. Ich muss einmal gucken. Ja, wie gesagt, nicht vergessen oder so. Und sobald wieder geht und die Schafe sind wirklich weg. Wieso sind die weg? Wie können die Schafe weg? Aua. Wie können die Schafe weg sein? Ich habe die Gosche gerade zu weit aufgemacht. Hier ist alles zu. Hä? Wie können die weg sein? Da werde ich mal forschen. Ansonsten werde ich mich halt um neue bemühen. Bis zur nächsten Aufnahme. Gut, aber das soll jetzt gerade nicht unsere Sorge sein. Weder eure noch meine.
Ich merke auch schon, ich muss die Gosche halten, weil, gut, auch vollgepumpt mit Zahnmitteln, ja, mit Schmerzmitteln, ist es doch gerade etwas unangenehm, weil da ja auch jetzt die ganze Zeit dran rumgefuhrwerkt wurde, mit Medikamenten reinstopfen und allem. Und ihr wisst Bescheid, mein Gewissen ist beruhigt, dass ich euch nicht in der Luft hängen lasse. Und wie gesagt, der Stream läuft ja noch, die Folgen vom Stream neulich, Black Set und... Ja, bis dahin muss ich euch jetzt erstmal ein bisschen alleine lassen, aber ihr werdet es überstehen. Ihr habt es lange, 2 Jahre habt ihr es ohne mich geschafft, ihr schafft es 3 weitere Wochen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es weitergeht, weil wir haben jetzt auch echt viel zu tun. Wir haben auch noch das Minecart-System, in dem wir noch nicht weiter waren und da will ich auch noch unbedingt rein. Und wir haben hier noch so viel auf dem Zettel, noch so viele Bauprojekte und wir kriegen das alles hin. So, bis dahin... Bleibt auf jeden Fall gesund, passt auf euch auf und ich werde es ähnlich handhaben, so gut ich denn kann. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss!